Hallo, du liebe Seele, und herzlich willkommen zu deinem Neujahrsorakel 2024. Was kann ich dir Schönes mitteilen? Liebe Seele, dieses Jahr kann für dich ein tiefgreifender Wandel bedeuten, was deine Grundfesten anbelangt. Und zwar gründlich, durchgreifend, vollständig. Insbesondere dann, wenn es für dich bestimmt ist und es dir gnädigerweise zugemutet wird, in deine Lebensaufgaben zu kommen. Und die Lebensaufgaben, du liebe Seele, sind in höchstem Einklang mit deiner Seele. Sie dienen der Erde, der Menschen, dem Nächsten und sind in jedem Fall genährt und motiviert aus der Liebe und aus einer echten und tiefen Zugewandtheit gegenüber dem anderen, frei von Angst, logischerweise, aber auch frei von irgendwelchen Manipulationen. Und jetzt ist es ja so, dass wir in sehr starken Veränderungen drin sind. Wo es darum geht, die ungelösten Themen, die Schattenthemen zu belichten, zu erleuchten und mit dem in eine richtige Auseinandersetzung tiefgründiger Art zu kommen, was in uns selbst noch an Angst, an Mangel, an falschem Denken, Gedankenstrukturen, Glaubensmustern vorherrscht und wie projizierend wir damit umgehen. Und das ist insofern auch ein wenig ein delikates Arbeitsfeld, weil wir uns unserer Selbsttäuschung begegnen müssen, aber auch der damit verbundenen der Selbstmanipulation und somit auch logischerweise immer Fremdmanipulation. Und wir tun das, je nachdem, wo du stehst im Rahmen deiner Entwicklung, einfach aus Angst. Ja, warum manipulieren Menschen, warum lügen Menschen? Aus Angst. Ganz einfach. Und dieses Muster will durchbrochen werden. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wo uns das hinführen wird, was wir erreichen werden. Und auch, was für das einzelne Individuum bestimmt ist, sich im eigenen Schatten zu erkennen, um mit diesen Themen weise, ja, wirklich auf eine befreiende, heilsame, aber gleichzeitig sehr oft im Anfangsstadium auch schmerzliche Auseinandersetzung zu kommen, was die eigene Fehlbarkeit anbelangt, was im Grunde aber nichts anderes ist als eine Täuschung, Selbsttäuschung, weil wir den Konditionierungen und den Glaubensmustern, den Masken
unserer sozialisierten Umfelder, ja, aus dem Beruf, aus der Familie, aufsitzen. Und diese Glaubensmuster übernehmen wir, weil wir ja auch in gewissen Abhängigkeiten, Co-Abhängigkeiten sind, um überleben zu können. Aber wie du ja weißt, sind solche Konstruktionen sowieso einem Verfallsdatum unterlegen und wir kommen nicht dran vorbei, solche Knoten und Verstrickungen zu lösen. Ja. Und aus diesem Grund freue ich mich für dich, das Orakel hier legen zu dürfen. Hier ein bisschen nach unten. Und du darfst sehr gerne aussuchen, welcher Stapel dich ruft. Gönne dir einen Moment. Du kannst natürlich auch beide schauen. Und das sind maßgebliche Weichen, die sich hier stellen für dich. Ich habe mal so ausgelegt, so bis und mit 15. Januar, aber das hat sich auch im letzten Orakel gezeigt, fürs Christmas Check-in, dass dort auch sehr große Themen drin sind, die einen weitaus größeren Horizont haben. Gut, wähle weise jetzt. Ich beginne mit Stapel 1. Ich habe auch noch die Astrowürfel mitgebracht. Das heißt, vielleicht würfeln wir noch für dich, je nachdem. Stapel 1. Was ist für dich wichtig? Eieieiei, Ritter der Schwerter. Du siehst das hier. Ein wenig eine konfliktgeladene Energie, die hier zu dir kommt. Kühler Art. Und hier auf ihrem Rock steht Right is worth the cost. Es geht um Wahrheit. Es geht darum, die richtige Wahrheit, die objektive Wahrheit für dich zu finden, um aus dem grauen Alltagstrott, was auch immer für dich bestimmt ist, rauszukommen. Und wenn wir hier in irgendeiner Art und Weise von Kosten sprechen, dann geht es auch mitunter um ein energetisches Investment, um Zeit, was für dich sehr wichtig sein wird, die richtigen und wichtigen Prioritäten in deinem Leben zu setzen in diesem Jahr, die guten Entscheidungen zu fällen, zu treffen. Und dem nachzugehen und einen Schnitt zu machen gegenüber all dem, was zuvor falsch priorisiert wurde, nicht der Wahrheit gegenüber priorisiert wurde, nicht der Liebe gegenüber, der Echtheit, der Befreiung gegenüber priorisiert wurde, sondern wo auch immer irgendwo falsche Strukturen, Missmanagement, falsche Prioritäten, falsche strategische Entscheidungen zugrunde lagen. Diese Projekte, mein Lieber, meine Liebe, werden in den Zerfall gehen. Right is worth the cost bedeutet in diesem Fall, dass es finanzielle Fehlschläge geben wird, weil diese Fehlschläge auch bedeuten könnten, dass eine Kurskorrektur stattfindet zugunsten dem höchsten Wohle. Und was ist das höchste Wohle in diesem Fall, in deinem Fall? Die Liebenden. Und du siehst hier, er kommt hier mit einem scharfen Messer, mit einer scharfen Klinge und der Engel der Liebenden bringt die Wahrheit. Was immer du tust, geliebte Seele, wenn deine Handlung nicht aus der höchsten Liebe kommt, sie nicht auf Wahrheit, Echtheit, bedingungsloser Liebe, Nächstenliebe,
basierend ist, sondern nur strategisches Denken dahinter liegt, es wird nicht mehr funktionieren. Es wird nicht mehr funktionieren. Scheinheiligkeit hat ausgedient, egal wo du unterwegs bist, ob passiv oder aktiv. In welchen Systemen du dich auch immer aufhalten magst, es hat ausgedient. Dein Herz soll sich öffnen zugunsten der höheren Wahrheit und Weisheit und du sollst die Entscheidungen nicht mehr aus dem Kopf treffen, strategischer Art und somit falsche finanzielle Debakel oder Fiaskos riskieren, sondern aus dem tiefsten Herzen der Wahrheit entspringend. Das wird für dich eine Prüfung sein, weil du es dir vielleicht nicht gewohnt bist, in diese Richtung zu gehen, weil vielleicht auch Themen von Ego oder auch falschem Machtgebrauch sich hier zeigen könnten. Und oder weil in diesem Zusammenhang generell noch Verwirrung vorherrscht. Was kommt aus dem Herzen, was kommt aus dem Verstand und was ist einfach das Ego, welches siegen will? Überprüfe. Oh, wow. Wir haben die Dame, wir haben den Brief, die Schrift, den Schriftverkehr. Ich nehme das ein bisschen rüber. Hui, da gluckert doch glatt mal mein Bauch. Okay. Es geht um Kommunikation. Es geht um echte Kommunikation. Um Kommunikation, welche vom Herzen kommt und das Herz eines Nächsten berühren will. Es geht um wahre Aussprache, wahre Aussprachen. Und um Heilung. Um das Mitteilen der Liebe. Um echte, integere Gefühlskommunikation. Was der Wahrheit entspringt. Und es könnte sein, dass du vielleicht Botschaften bekommst, Informationen von einer Frau, von einer Dame, die sehr wichtig für dich ist, die dir sehr am Herzen liegt. Und wo es um eine Wahrheitsfindung für dich geht. Oder du als Frau wirst dazu aufgerufen, frei deines Herzens zu kommunizieren und deine Liebe, wo auch immer sie hinfallen mag, frei ab dem Herzen zu kommunizieren. Und in jedem Fall, wenn du Frau bist, nur noch Vereinbarungen, Verträge einzugehen, wo du wirklich weißt, dort, wo ich bin, das, womit ich arbeite, entspringt der Liebe, Wahrheit, kommt aus dem Herzen und ist an eine höhere Harmonie und Frieden angebunden. Und nichts Geringeres, liebe Lady, nichts Geringeres. Ja? Keine Fehltritte hier, was diese Themen anbelangt. Falsche Person haben wir hier noch. Das Haus. Die sind so lustig, die Karten. Ich muss das ein bisschen schieben. Die falsche Person. Das Haus. Ja. Und das haben wir hier noch. Viel Geld gewinnen. Zeige es dir mal so. Vielleicht hast du mit einer Person zu tun, die sehr
intrigant ist. Aber ich meine das nicht nur auf eine schlechte Art und Weise, sondern die einfach eben, wie gesagt, andere Prioritäten hat als du, nämlich viel Geld zu gewinnen. Das eigene Haus, den eigenen Hintern materieller Art abzusichern. Und du solltest schauen, ob das wirklich zu dir und zu deinen Tugenden gehört oder passt. Oder auch umgekehrt. Ich sehe, dass hier mehrere Personen involviert sind. Und Liebe, Wahrheit, Frieden, Harmonie, Weisheit sind ja sehr hochschwingende Tugenden. Viel Geld gewinnen nicht. Ich deute es jetzt mal so, weil wir hier die falsche Person haben. Und weil diese falsche Person die Energien runterzieht von diesen höheren Tugenden. Und es geht in jedem Fall darum, auch in dir, ja, auch wenn du mit anderen Personen zu tun hast oder irgendwie hättest, gut für dich zu überprüfen, welche Grundsätze du zuvor hattest, früher hattest, ja, um Verdienst, Geld, Stabilität. Vielleicht hast du gedacht, ein stabiles Leben basiert auf einem guten Einkommen und wie sich das heute entwickelt. Ja, es macht in dieser Zeit überhaupt gar keinen Sinn mehr, geliebte Seele, gar keinen Sinn mehr, dich mit Menschen zu verbinden oder gar zu verbiegen, die völlig andere Grundsätze haben, Lebensanschauungen haben als du. Ja, das ist nur Energieverschleiß und du solltest da so sinnvoll, ehrlich, aber auch pragmatisch wie möglich sein, um zu erkennen, wo die Grenzen liegen zwischen deiner Kultur, die vielleicht sehr hohe, noble Werte und Tugenden in sich trägt, wie Liebe, Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, die vom echten Herzen herrührt, und Menschen, die sich im Äußeren vielleicht so darstellen, aber im Inneren eben nur Geld gewinnen wollen, persönliche Macht gewinnen wollen, aber das nicht auf einer ehrlichen, integren Haltung basierend ist. Das ist die alte Energie, die alte Anschauungsweise. Und solche Anschauungsweisen, die sind früher oder später, das ist eine Frage der Zeit, dem Zerfall untergeordnet, weil sich das nicht mehr halten kann, halten lässt. Mir kommt hier ein bisschen auch das Thema von der vergeblichen Liebesmühe, weil gewisse Menschen, die sind nicht korrigierbar in ihrer Anschauungsweise. Sie wollen es auch nicht. Es gibt auch Menschen, die sind sehr leidensfähig, märtyrerhaft, sich weiterhin in sehr schlechten, niederen Energien, in niederen Anschauungsweisen und Tugenden weiterhin aufzuhalten, weil sie die Dollarzeichen im Auge sehen und sagen, ja, das ist wirklich nur noch das Ego, ein jämmerlicher Aufschrei des Egos, was hier sich hier zeigt, weil solche Menschen in einem Leben nie etwas hatten. Und sie hatten auch sehr schlechte Vorbildsrollen, elterlicher Art, sozialer Art, und haben nur gelernt über Angst, über Ego, über Manipulation sich in einem Leben zu behaupten. Dass das eine Sandburg ist, die früher oder später zerfällt mit der nächsten Meereswelle, die kommt, ist klar. Auf Sand zu bauen, fußt niemals auf einem stabilen Fundament, und im Inneren gibt es immer sehr viele Instabilitäten und Unsicherheiten. Und das mit dem viel Geld gewinnen ist einfach eine Illusion. Und für dich, liebe Lady, oder auch von mir aus lieber Herr, wenn du in solchen Konstellationen zugegen sein solltest, aktiv oder passiv, sei vorsichtig. Denn
Je nachdem, wer du bist, wo du stehst, wenn du in solche Systeme oder mit solchen Menschen zusammenkommst, es gibt eine gewisse Halbwertszeit, was das Aufrechterhalten der eigenen Harmonie und des eigenen Friedens anbelangt, weil solche Energien sind wirklich sehr nieder. Und ich muss es so sagen, weil ich es hier so sehe, falsche Person. Ja, also da läuft etwas in die falsche Richtung. Klar ist aber auch, dass sich solche Menschen nur transformieren können in der Gegenwart höherer Energien. Das ist ja eine Form der Gnade, dass auch solche Menschen das Licht bekommen dürfen, die Liebe bekommen dürfen. Aber es ist auch sehr wichtig, dass hier nichts verwechselt wird. Blauäugiger Art. Okay? Weil ich habe es sehr oft erlebt im Leben mit Menschen, mit normalen Menschen gibt es immer Grenzen, es gibt immer Halbwertszeiten und das ist nicht böse gemeint oder so, aber wenn es um das Eingemachte geht, und wann geht es um das Eingemachte, wenn ein Mensch in seine Ängste kommt, ich habe den Beitrag in der Community Tab hinterlegt, Running Away from Yourself, oder wenn es ums Geld geht, dann können Menschen sich plötzlich von einer ganz anderen Seite zeigen. Die allerwenigsten sind so echt liebevoll, authentisch, ehrlich, altruistisch, als dass sie sagen würden, nein, also hier ist ja ein bisschen unangenehme Stimmung, also bleibe ich oder ich bin weiterhin ein gütiger Diener, ein gütiger Fürsorger von Menschen, die ständig und wiederkehrend ein intrigantes oder falsches Spiel spielen. Ich erinnere dich da auch nochmals explizit an Scrooge, ja, Ebenezer Scrooge, A Christmas Carol, wo wir dieses Beispiel einfach sehen. Und es ist nach wie vor ein fixer Bestandteil in unserer Gesellschaft, dass Menschen, wenn es um ihren eigenen Hintern geht, wenn sie in ihre Angst kommen, sich selber der Nächste sind. Ja? Und dort fängt das Problem an. Und wenn einer so denkt und auch alle anderen anfangen so zu denken und sowas steckt sich an, das ist schlimmer als das Coronavirus, glaube mir, gibt es keine Bewegung in der Masse, sondern die abwärts drehende Spirale fängt an, sich nach unten zu drehen. Und deswegen sage ich dir ja auch immer wieder hier auf diesem Kanal, wir sind noch lange nicht am Ende. Es gibt viel, 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 sehr viel, außerordentlich viel Transformation zu tun am Individuum sowie am Kollektiv, weil es ist immer wieder da, das Ego, die Angst, die uns heimsucht und uns runterziehen will, wie das Teufelchen auf der Schulter, hier viel Geld gewinnen, falsche Person. Im Sinne dessen, ja, aber Gau, dank dir, die sauber. Ja. Und dann sind wir schon einen Schritt näher an der Manipulation. Und es setzt sehr viel, und das habe ich auch notiert, sehr viel Distanz, Ehrlichkeit, Selbstintegrität, Selbstwertschätzung und Selbstrespekt voraus, dieses hämische Spiel der anderen zu durchschauen und Nein zu sagen und Grenzen zu finden. Okay? Ich will nicht mal etwas Böses hier diesen Menschen unterstellen. Daran ist nichts falsch. Aber wenn Menschen, unerwachte Menschen, normale Menschen in ihre Angst kommen, sie können um sich schlagen, sie können treten, sie können gefährlich werden. Das ist nicht böse gemeint, aber sie wissen es nicht besser. Und das ist eben genau auch jener Fakt, den ich genannt habe mit dem Vergleich am Beispiel von Jesus, der am Kreuze gestorben ist, um ja, uns zu zeigen, was es einerseits mit opferbereiter Liebe zu tun hat. Einerseits, das ist eine Aufgabe für eine Minderheit der Menschen, aber andererseits auch, dass es sehr viel Vergebung, Großzügigkeit und Güte braucht, um über solche Fehlschläge hinwegschauen zu können. Und wir sehen es hier in den Karten. Falsche Person, Haus, viel Geld gewinnen. It's simple, yeah, my dear. It's very simple. Das ist nur noch
Ganz einfach, eine lineare Gleichung, die hier gelöst werden will. Der Mensch will einfach, dass er selber gut dasteht. Und da gilt es ganz vorsichtig zu sein, weil wir haben hier auch den Ritter der Schwerter. Es gibt zwar Herzöffnungen mit den Liebenden, aber noch manch einer ist nicht erwacht und auch ein wenig salopp formuliert, könnte man sagen, nicht jeder hat es verdient. Ja, Tatsache ist, das ist eine subjektive Wahrheit. Aber die objektive Wahrheit heißt, jeder hat es verdient. Okay? Und deswegen muss da ganz sorgfältig ausnivelliert und geprüft werden, wo und wie findet eine solche Interaktion statt gegenüber Menschen, die eben noch in einen Transformationsprozess, in eine wirklich tiefe persönliche Veränderung kommen müssen, wie man mit diesen Menschen umgeht. Weil, du weißt es ja, die Motten wollen nicht ans Licht. Es ist einfach so. Ja, es ist einfach eine Wahrheit. Okay, der Engel, der hier kommt, Serena, ich bin der Engel der Fülle. Du wirst das Geld bekommen, das du brauchst. Wie das geschehen wird, liegt in Gottes Hand. Hab Vertrauen. Hab Vertrauen. Ja, wir sehen ja, dass es hier ums Geldgewinnen geht. Es geht sicherlich niemals darum, ans Geld zu kommen durch Machtmanipulation. Haben wir ja gesehen, solche Systeme zerfallen, sondern durch Echtheit, durch Wahrheit, durch ein echtes, tiefes Zulassen des Schmerzes. Es wird Schwierigkeiten geben, was ich hier fühle. Es wird an deinen Ängsten drücken, vielleicht auch im Businessbereich, falls du dort Themen hast. Aber das ist eine sehr wichtige Auseinandersetzung, weil für dich etwas anderes bestimmt ist und vorgesehen ist. Und die Konflikte und die Schwierigkeiten, in die du kommen wirst oder kommen könntest, sind nur da, weil es in dieser Situation nicht das Richtige ist und weil etwas anderes für dich bestimmt ist. Okay? Ja, der Krebs. Hier haben wir das 10. Haus. Das ist der Südknoten, glaube ich. Ich glaube, das ist der Südknoten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, nennen wir es den Südknoten, weil im Rahmen deiner Beziehungen eine große Trendwende kommen möchte, kommen wird. Und wo es darum geht, in liebevolle Herzensbeziehungen zu kommen. Wann immer du Konflikte, Schwierigkeiten, Auseinandersetzungen hattest in der Vergangenheit, es wird sich ausreinigen und klären und du sollst in neue Energien kommen. Und du wirst noch so lange mit falschen Personen am falschen Ort die falschen Aufgaben ausführen, bis du es verstanden hast. Und so lange wird der Geldhahn eng sein. Ja? Und du musst auch nicht unten durchgehen, weil wenn du die richtigen Aufgaben in deinem Leben machst, dann ist das Geld einerseits nicht mehr so wichtig, weil die Projektion, die du nach außen gerichtet hast, was du mit Geld verbindest, Macht, Ansehen, Wohlstand etc., Lebensgefühl, ein gutes, stabiles Fundament wird sich verändern, weil in deinem Inneren das Fundament richtig erbaut wurde. Und zwar nicht auf Sandburgen, sondern in einem gesunden Selbstwert, in einer gesunden Selbstachtung. Und dass das, was in dir noch sensibel, empfindlich angelegt ist, in eine sehr tiefe Heilung kommen darf, das ist das höhere Ziel deiner Seele. Dort geht es für dich hin und es geht auch darum, falsche, intrigante Positionen richtig tiefgreifend und nachhaltig zu klären und zu verlassen. Im äußeren Leben kann das noch eine Weile andauern, doch das Leben, wie es für dich bestimmt ist zu sein in der Zukunft, hat etwas anderes mit dir vor, du liebe Seele. Etwas anderes. Gut, wir gehen weiter. Stapel 2. Wohin soll es für dich gehen? Ja. Hier haben wir es schon. Fünfter Schwerter. Tada! Die Niedertracht.
die Gemeinheit, das Verletzende. Vielleicht hast du in deiner Vergangenheit sehr viele Verletzungen erfahren, Schmerzen erfahren. Vielleicht bist du oder bist ins Fahrwasser von anderen geraten, die über Leichen gegangen sind und die gewinnen wollten um jeden Preis. Hochmut, verletzendes Verhalten, Gier, Ego, Macht zeigt sich hier. Und damit verbunden, innerlich zu verhärten, kalt zu werden, kaltherzig zu werden, in Beziehungen zu kommen, die konfliktgeladen sind und die dich und dein Herz zutiefst und aufs Äußerste verletzt haben. Konflikte, Kämpfe, Kriege und auch sehr viel Trauer. Und diese Trauer, die hier vorherrschend ist, basierend auf falschen Tugenden, die dir beigebracht wurden aus deinem Elternhaus, weil deine Eltern vielleicht schon in diesen Konflikten und Kämpfen zugegen waren, die in dir mitgetragen wurden und die du nicht richtig oder vollständig ausreinigen konntest und die sich auch in deinem Beruf vielleicht niedergeschlagen haben, in einem erneuten Schauspiel, um zu sehen und zu erkennen, was in dir noch ungelöst ist, möchte geheilt werden. Ich spüre hier sehr viel Potenzial da, in sanfte, gütige, liebevolle, ehrliche, authentische Energien zu kommen. Und es geht nicht mehr, indem du dich versteckst, indem du dich klein machst, indem du dich unter deinem Wert verkaufst, wenn ich es so mal sagen darf, sondern nur durch das Erkennen, was in dir löchrig, bedürftig, angstbehaftet ist. Und indem du diese Anteile in dir lernst zu heilen. Und somit eine Befreiung erreichen kannst. Vielleicht hattest du den Anspruch auch darauf, die Liebe zu bekommen eines gewissen Menschen. Und diese Liebe blieb aus. Und da ist es auch sehr gut zu prüfen, woher dieser Besitzanspruch kommt. Und was in dir noch an Mangel und an Liebe vorhanden ist, welchen du projiziert hast auf andere Menschen und deswegen es auch riskiert hast, in gemeine Auseinandersetzungen zu kommen, die nur dich und dein Gegenüber verletzt haben. Und hier will Frieden reinkommen. Frieden. Ja, hier sehen wir es. Ritter der Schwerter, konfliktgeladene Energien, gemein niederträchtiger Art, die Wiederholung vom Stapel 1, hier haben wir auch den Ritter der Schwerter, wo es einfach Konflikte gibt und gab. Ja? Gemein, herrschsüchtig, gewinnen wollen, um jeden Preis. Und deswegen auch in Schlachtfelder, dich aufzuhalten und mit dem Ego zu stechen oder mit dem Ego eines anderen ausgestochen worden zu sein. Überprüfe mal, was da ist. Warum bist du in diese Energien gekommen? Wer hat sich so gemein niederträchtig verhalten dir gegenüber? Oder auch umgekehrt? Und woher kommt das? Fühle nach. Es ist ein wichtiges Thema, weil es darum geht, alte, verkrustete Strukturen gut zu überprüfen. Wow! Wir haben hier die Lupe. Die kleben so, die Karten. So. Die Lupe. Wo es um eine Beobachtung geht. Eine Beobachtung deiner Situation, dass du es genau anschaust, genau analysierst und erkennst, was in dir wund ist, was in dir mangelhaft ist, und zwar im Rahmen von mangelnder Liebe. Denn in solche Schauplätze kommst du nur, wenn es an Liebe mangelt. Die Niederfracht ist die Abwesenheit von Liebe. Es ist auch die Abwesenheit von Frieden. Und Frieden ist ein Aspekt der Liebe. Und für dich geht es darum,
ganz und gar in die Liebe zu kommen, die Liebe anzunehmen, sie zu integrieren und rauszukommen aus diesen niederen Energien kämpferischer Art, die nicht das Wohl des Ganzen im Bild haben. Ganz bestimmt nicht mit dieser Ausgangslage. Und es ist eine Frage der Zeit und es arbeitet schon ganz, 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 ganz heftig an dir, auf vielen verschiedenen, diversen Ebenen mit der Vergangenheit abzuschließen. Mit diesen niederen Energien, konfliktgeladenen Energien, unschönen Energien, die zu so viel Zwist, Konflikt, Verletzung geführt haben, in eine tiefe Ausreinigung und Befreiung zu kommen, wie es für dich und für dein Sein zum höchsten Wohle bestimmt ist. Und das höchste Wohl könnte hier in diesem Fall für dich bedeuten, im Rahmen eines Heilungs- und Ganzwerdungsprozesses nochmals in einen totalen Verlust und in totale Niederlage zu kommen, um all das, was ungeheilt ist, was du unterdrückt hast. Ja? Und ich höre hier die Uhr, das arbeitet richtig, ja? Das alles in eine Befreiung zu bringen. Und es ist eine Frage der Zeit, bis es Boom macht und die ganze Bombe platzt, bis alles von dir, in dir ausgereinigt ist, was nicht eben jenen höheren Energien und höheren Tugenden entspricht. Es wartet auf dich und du sollst aufwachen hier. Es tickt schon in dir und irgendeinmal macht es Kuckuck. Ja, Kuckuck. Und alles springt raus. Und was ich hier auch spüre ist, du versuchst etwas zu verleugnen, wo du im Inneren ganz genau weißt, dass es so nicht geht, dass es so nicht funktioniert. Und das ist auch wiederum eine Energie des Egos. Hier, fünfter Schwerter. Ja, 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 ja. Du wirst hier mit der Lupe beobachtet, deine Energien und deine Entwicklung werden beobachtet, damit du in die große Befreiung und Heilung deines Seins zugunsten der höheren Tugenden und Weisheiten deines Lebens eingewiesen wirst, ja? Und das in einem besten Sinne. Schau hier. Wow. Das reiche Mädchen. Ich zeige dir die Karte mal. Das reiche Mädchen. Ui, ein kleines Kind, kurze Krankheit. Ja, also was ich hier sehe in diesen Energien, du liebe Seele, ist ganz klar, es geht um einen Neuanfang unschuldiger Art. Und unschuldig ist immer pur. Unschuldig ist die pure Liebe. Und die kurze Krankheit ist da, weil es eine Schwächung ist von deinen bisher aufrechterhaltenen Energien und eines Status quo, was eben nicht auf höheren Tugenden basierend war. Das reiche Mädchen ist da, um mit dir eine Läuterung zu machen, feinster Art, damit du deiner eigenen Unschuld begegnest. Und vielleicht bist du da und erkennst dich und sagst, mein Gott, wer bin ich eigentlich? Ich habe mich verloren, ich habe meine Hände in Dreck gewaschen, in der Manipulation. Ich habe meine Unschuld verloren. Und so sagen die Karten hier für dich, nein, nein, nein. Für dich besteht eine Chance auf Hoffnung, auf Glück, auf Aufstieg, dass du wieder in die Reinheit deines Selbst kommen kannst. Und die Krankheit ist da, die Schwäche ist da, um all das in dir ausreinigen und bereinigen zu können,
Ich finde die echt süß, die Karte hier. Ich liebe ja das. Der Kipper. Um dich stillzulegen, lahmzulegen, um ein großes Update in dir und in deinem System herbeiführen zu können, zugunsten deines höchsten Wohles. Ja? Totale Erneuerung. Und es arbeitet in dir, hier mit der Kuckucksuhr, gell? Es arbeitet in dir wie verrückt. Tick, 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 tick. Schau mal, wie hier diese ganzen Zifferblätter da. Ja? Und es kann auch sein, dass es wirklich später irgendwann mal Boom machen wird. Gut möglich. Der Engel, der hier zu dir kommt, ist Ariel. Neue geistige und hellsichtige Erfahrungen verändern deine Sicht der Welt und deiner selbst. Erlaube deinen geistigen Gaben, sich zu entfalten durch Lernen, Beten und Meditieren. Ja, bitte bete doch mal. Meditiere. Meditiere. Sehr wichtig. Geht heute eigentlich fast gar nicht mehr ohne, wenn du mich fragst. Und entwickle dich. Heile dich. Heile deine Themen. Und auf dich wartet ein total neues Mindset. Es kommt mir vor, wie als würde man das alte Denken, das Gehirn transplantieren, ja, für ein komplett neues Mindset. Komplett neu. Das alte wird wegbrechen. Und es wartet wirklich sehr viel Gutes, Positives, Lichtvolles, Liebendes auf dich. Aber nur unter einer wirklich neuen Voraussetzung im Erkennen deiner selbst. Große Veränderungen erwarten dich, meine liebe Seele. Große Veränderungen. Ja, was haben wir hier? Den Steinbock haben wir hier. Das achte Haus haben wir hier. Dann haben wir hier die Sonne. Wow. Ich sehe, dass hier sehr viel Licht in dunkle Sphären reinkommen wird. In dunkle Bereiche, in totgeglaubte Bereiche deinerseits. Ich spüre auch, dass gewisse Geister aus der Vergangenheit, wo du gemeint hast, die wären schon lange abgestorben, dass die wiederbelebt werden. Und dass es von dir einen ausdauernden Prozess erfordern wird, um diese Schattenarbeit mit dir zu verrichten. Und glaube mir, ich kann das nicht mehr hören und auch nicht mehr akzeptieren. Und ich akzeptiere es auch nicht mehr, irgendwie von irgendwem zu hören, er oder sie hätte es nicht nötig, Schattenarbeit zu machen. Schattenarbeit ist Lichtarbeit. Hier, die Sonne im achten Haus. Das achte Haus ist das Haus des Skorpions, des Todes, des Untergangs, der Tabuthemen. Und da wird ordentlich viel Licht reinkommen. Alles, wofür du dich geschämt hast, alles, was dein inneres Wesen sich wünscht, wo aber eine andere Moral im Äußeren dir eingebläut wurde oder du dir selber einbläust, wird mit der Sonne bestrahlt werden. Es wird ans Licht kommen und du wirst es spüren. Und es wird viel Arbeit sein. Also die kurze Krankheit könnte auch wiederkehrend, rezidivierend sein, im besten Sinne für dich, weil richtig ausgekehrt wird von allen nicht lichtdurchfluteten Schattenanteilen in dir. Und das ist eine sehr gute Entwicklung. Sie soll sein. Sie dient deiner Befreiung. Sie dient deinem Aufstieg. Und geh mit dem mit. Es wird dir nichts anderes übrig bleiben. Ja. Und weißt du, das Schöne daran ist nicht für alle Menschen, für viele. Ja. Take it or leave it. Aber hier bei dir sehe ich, da ist auch ein bisschen Druck da. Ja. Also da wird man auch ein bisschen Druck aufsetzen, um dir ja so ein bisschen die Sporen zu geben, dass du dich in die richtige Richtung bewegst. Ja, meine Liebe, mein Lieber, was soll ich sagen? Großartige Energien und es wird sehr viel Heilung zu dir kommen. Sehr viel Heilung, sehr große Transformation und es ist eine sehr gute Entwicklung. Und ich würde sagen, gehe vertrauensvoll damit mit. In diesem Sinne, alles Liebe, mach's gut und bis bald. Ciao!